Also von seiner Erziehung her scheint Waldwacht sogar sein Zuhause gewesen zu sein, weil er von recht sehr stark schwärmte. Ja, also ich denke mal, wenn er nichts weiß, müssten wir schnell nach Waldwacht gehen. Ja, und ich meine, es ist ein Zwergenschwert. Warum sollten dann Zwerge darüber nichts wissen? Wenn wir in der Zwergenstand sind, dann finden wir sicher irgendein Zwerg, der darüber Näheres weiß. Vielleicht gibt es ja sogar irgendeine Bibliothek, ein Archiv, wo wir nachschauen könnten. Denn Zwerge sind ja teilweise doch sehr, Gebildet. ja, gebildet und vor allem halt auch sehr bürokratisch. Schreiben ja teilweise alles auf, was sie machen. Also warum sollen sie dann nicht aufschreiben, wer das Schwert gemacht hat? Oder wo das Schwert ist. Ja, aber ich stimme dir zu, Eleanor, dass wir wahrscheinlich was machen müssen, weil sonst diese schöne Stadt irgendwann von Horden von Untoten belagert wird. Ja, und am Ende dürfen wir wiederkommen und dann die Stadt befreien. Was ist dir lieber? Vor allem, ich würde auch nicht, dass die kleine Himmelszelt Nee, irgendwie das will ich jetzt Schaden auch trägt. nicht. Ich hab keine Das Lust möchte drauf. ich nun auch nicht. So, also wenn ich dann meine Pfeife irgendwann mal fertig habe, dann können wir los. Ja, wie gesagt, ich kann meine Pferde unterwegs roben. Gut, also ihr wollt jetzt alle dann aus das, also das Lokal verlassen. Wollt ihr Und noch? ich nehme mein Holz mit. Und ich nehme meine Schnapsflasche mit. Ja, gezahlt habe ich ja. Haben die anderen Genau. auch schon Ich habe auch gezahlt? gezahlt, ja. Ja, Anna hat gezahlt soweit. Also, Victoria nimmt das Stück Holz mit und Oswin nimmt seine Schnapsflasche mit. Ich rauche unterwegs weiter meine Pfeife und pack meine jetzt fertig geschnitzte Pfeife in meine Gürteltasche. Passen Achso, da dem zwei tust Pfeifen du. rein? Ja, also dafür ist gut Platz, das ist kein Problem. Okay, gut. Ja, also ihr geht raus, der Wirt wünscht euch noch einen schönen Abend. Beginnt euren Tisch sauber zu Genau. machen, nehmt die Gläser weg, den Krug weg, verstaut die angefangene Weinflasche wieder. Ja. Schnapsflasche. Nein, Also Weinflasche. Weinflasche. Victoria Ja. hat ihre Stopp, Weinflasche bevor ich es vergesse, ich renne mal schnell rein, bevor sie wegräumen. Die möchte ich gerne mitnehmen. Der guckt dich total verwirrt an, dann stehst du wieder mit in sein Lokal, also ja, wie kann ich helfen, junge Frau? Entschuldigung, ich habe vorher die Weinflasche vergessen. Hätten Sie die noch da? Die angefangene. Nein, tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Möchten Sie eine Weinflasche kaufen? Nein, dann passt schon. Ich Idiot. Oh. Schönen Abend noch, schönen Abend noch. Macht dann fertig den Tisch sauber. Verdammt! Und begibt sich wieder hinter die Bar. Was war das denn jetzt, Victoria? Ich wollte doch mal versuchen, meine Weinflasche zu retten, aber der Barmann hat sie schon anscheinend weggekippt und wollte mir nicht die alte geben. Ja. Ja, selber schuld. So spielt das Leben. Hättest mich auch erinnern können. Ich trinke kaum Alkohol. Ja. Ja, gut. Dann Dann machen wir uns lasst auf uns den Weg mal zurück. zurückgehen. Ich kann jetzt einen guten Schlaf gebrauchen. Na, ich Jo. schließe mich mal an. Ja, also geht für den Marktplatz, die Sachen. Die ganzen Marktstände sind so gut wie zusammengeklappt. Auch der schmierige Händler ist weg. Er lässt seinen Marktstand recht offen. Also liegt halt unter anderem liegen da noch so ein paar kaputte Sachen, eine kaputte Pfeife, Kann man da. Stoffkuchen. Warte, da liegt die kaputte Pfeife! Victoria, lass sie liegen. Eleanor, ich habe gerade eine Idee. Ja, Der Kerl ist doch lass jetzt sie ein wirklich nicht. schlechtes Gefühl. Der Kerl ist doch jetzt wirklich kein seriöser Nein. Handelsmann. Das Du könnt hast ihr doch diesen gerne Trick. machen. Du hast Ihr doch diesen könnt. Trick. Du hast doch diesen Trick mit der Flamme drauf. Das weiß ja doch Nein. keiner. Schau mal, es ist ganz einfach. Ich werde kein Verbrechen begehen. Und ich werde auch nicht auch von dem dümmsten Händler seinen dreckigen, verfluchten Stand anzunehmen. Was ihr Ja, aber macht, stell dir während vor, ich warte, wie was viele ihr Leute. macht, während ich schlafe, das kann ich nicht beeinflussen. Aber solange ich dabei bin, tut ihr das gefälligst nicht. Habt ihr mich verstanden? Jo. Beide. Ich dachte nur, wenn wir schon Leuten helfen, können wir ihnen auch Gut, so dann helfen. Ich gehe möchte nicht ich wissen. alleine jetzt zurück zu dem Haus und leg mich schlafen. Wir Ja. sehen uns dann übermorgen wieder, wenn ich dann mal aufwachen sollte. Ach, du hast ja recht. Also ich gehe auch mit und Ja, verwerfe die gut. Idee, die ich hatte.
Nee, warum denn? Ich wollte doch damit nur sagen, während ich dabei bin, ist es nicht. Wenn ich nicht da bin, kann ich ja keinen Einfluss darauf nehmen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich bin auch betrunken, weil du es nicht bemerkt hast. Das war einfach eine Schnapsidee. Komm jetzt. Schreib dir die so und wir gehen nach Hause. Ich würde ganz im Laden gehen. Okay, also Elan und Austin gehen sich in Richtung des Hauses zurück. Toya geht zum Laden. Mhm. Und einen bescheuerten Laden. Lässt jetzt die Hosen drüber und pisst drüber? Das war ein schönes Bild, aber nein. Die kaputte Pfeife liegt da drauf, ne? Ja. Es stört kein Mensch, ob ich die mitnehme. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Solange du anwesend bist, hieß es. Ja, aber ich meine, prinzipiell darf ich nichts dazu sagen, oder? Nein, wir sind schon weg. Ihr seht das, ihr habt so gesehen, wie es Richtung des Laden geht, mehr wisst ihr nicht. Immer diese Jugendhelfen. Ich dürfte nichts sagen. Nee, ich guck mir das an, was er da hat. Ja, da liegen halt ein paar wirklich sehr kaputte Sachen und da eine kaputte Pfeife, ein Becher, also ein Metallkrug mit einem großen Loch unten drinne. Ein Dolch, die man bestenfalls noch als Schrott bezeichnen kann, wenn man sehr großzügig ist. Ah, der ist. Warte mal! Wenn du schon so betonst. Irgendwas muss mit diesem Dolch sein. Ich nehme dem Dolch mal in die Hand und schau mir an. Ja. Es ist ein sehr alter, sehr kaputter, verrosteter Dolch, den man bestenfalls als Schrott bezeichnen kann. Nee, die kaputte Pfeife mehr nehme ich nicht mit. Das interessiert mich nicht. Hey, ihr da! Was macht ihr? Komm auf dich zu. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ich habe gestern, also heute früh, meine Pfeife da liegen lassen. Ich wollte sie mir nur nehmen. Da liegen lassen, auf dem Tisch eine zählen lassen, natürlich. Nicht ja, nicht. Ist so. Ja, ist klar. Und also beide ziehen ihre Schwerter. Du kommst jetzt mit uns sofort. Darf nichts sagen. Ich darf nichts sagen. Okay, ich komm mit. Ich leg meine Hände hoch und geh mit den Herrschaften mit. Ich mache keine Probleme. Du legst deine Hände hoch? Ja, ich nehme meine Hände hoch. Ja, sie schneidet sich die Hände ab und legt sie sich auf den Kopf. Die Frage ist immer noch, wenn sie die eine Hand abgeschnitten hat, in welcher Hand hält sie das Messer, um sich die andere Hand abzuschneiden? In den Mund. Ich nehme beide Hände hoch und gehe mit dem Wachennetz mit. Besser ist auch, also sie leiten sich in Richtung der Wachkaserne, wo sie dann die Tür aufmachen. Los, rein mit dir. Ja, mach ich keine Umstände. Ja, also ich gerne Umstände. Dann kommt schon der noch ein dritter Wachmann so. Hey, was ist mit diesem Elfen? Ja, der hat hier irgendwas versucht am Marktstand vorne zu klauen. Ja, ab mit ihm in die Zelle erstmal. Wir werden sehen, was wir morgen damit mit ihm machen. Also es wird eine Zelle aufgesperrt, wo es sehr unsanft reingeschubst. Die Zelle geht hinter dir zu. Ja, meine Güte. Ich hab Schnaps dabei. Kurz daraufhin wird nochmal die Zelle geöffnet. Zwei Wachen kommen da rein. Der eine stellt dich in die Ecke. An die Wand. Der zweite fängt an, dich zu durchsuchen. Ey, stopp mal, ich möchte eine Frau haben. Was, du willst eine Frau haben? Du bist im Mittelalter. Seh wie aus dem Bordell. Du willst eine Frau haben, dann geh raus, kauf dir über der Straße eine. Vielleicht kommt's noch. Ich lehne mich an die Wand und sag, bitte. Ja, also sie suchen dich und nehmen dir alles ab, was du an dir trägst. Wirklich alles. Du hast jetzt noch jetzt deine nackt? Kleidung. Du hast noch deine Kleidung. Mehr hast du nicht mehr. Super. Alles andere nehmen sie mit raus. Schließen wieder die Zellentür und gehen in den vorderen Wachraum. Okay. Ja, du sitzt jetzt in einer recht klamm, eng, nasskalten Zelle mit einem Eimer in der Ecke und etwas Stroh auf dem Boden. Ja!
Zum Glück hat sie alles von Wert vorher da gelassen, außer ihren Geldbeutel. Ja. Ja, währenddessen kommen wir ja irgendwie mal an dem Haus an, oder will Victoria ja, genau. groß was also, machen? Also Victoria, du willst nicht schlafen. Ich wollte sagen, was willst du jetzt machen, Victoria? Ich schaue einmal kurz raus, was sehe ich? Naja, du siehst eine Zellentür und rundherum um dich herum wirklich nur gepflasterte Wände. Das ist halt wirklich eine... Du bist im Kerker, du siehst nichts. Das ist halt wirklich... Du hast einen Eimer, der zwar ausgeleert, aber sagen wir mal vorsichtig, nicht recht sauber gemacht wurde. Wie nüchtern bin ich noch? Also du bist noch Herr deines Geistes, wenn du das meinst. Oder mein Körper? Ja, also das auch. Du bist jetzt okay. nicht betrunken. Ich leg mich schlafen. Was soll ich Großes tun? Mich erhängen? So, nein, geht nicht. Du hast kein Seil. Ich hab Kleidung. Du weißt, wie ja, Lederkleidung. Ja, damit kannst du dich theoretisch auch erhängen. Nein. Oh, ganz klar. Du kannst das Leder nicht von Hand zu reißen. Da es eine Lederrüstung ist, dürfte es gehärtetes Leder sein. Was du sogar Schwierigkeiten haben müsstest zu zerschneiden, wenn du denn ein Messer hättest. Ich hab nichts gesagt, ich leg mich schlafen. So dem tust du und legst dich auf den kalten Boden, der ein bisschen Stroh gedeckt ist. So. Jetzt kommen wir zu Osmond und Elanor, ihr reicht das Haus. Haben wir irgendwas davon mitbekommen? Irgendwelche Schreien oder... Also rufen? ihr habt halt nur gehört, wie dann Wachen bei denen irgendwie gerufen haben, so, ja, hey, was macht ihr da? Aber mehr habt ihr auch nicht mitbekommen. Frag mich ganz ehrlich, wo Victoria bleibt. Ich möchte übrigens nur mal kurz zwischendrin erwähnen, das haben die Würfel entschieden, dass es so kommt. Ja, damit habe ich ausnahmsweise nichts zu tun. Warum? Was? Darf man fragen, was gewürfelt wurde? Ja, bitte. Ja, eine 16. Achso. Oh, das wäre bei einer 20 gewesen. Das sage ich nicht, das bleibt mein Geheimnis. Wieso, hätten sie sie dann direkt hingerichtet? Nein, das bleibt mein Geheimnis. Okay. Wahrscheinlich irgendein Drachenangriff oder sowas. Nein, ich glaube irgendwie eher, dass der Händler rausgekommen wäre und sie zusammengeschrien hätte und dann die Wachen gekommen wären. Das war korrekt. Ihr seid scheiße. So, egal. Also ja. Wir stehen am Haus. Ja. Ich weiß nicht, sollten wir nach ihr gucken? Oder? Ah, okay. Sie ist alt genug. Sie, okay, nee. Sie ist nicht alt genug, aber ich denke mal, sie kann alleine auf sie aufpassen. Wenn sie war Kopfgeldjägerin. Wer sagt denn überhaupt, dass es was mit ihr zu tun haben muss? Vielleicht war es ja auch irgendjemand anderes. Du hast Lass uns einfach schlafen gehen und wir können morgen ja immer noch weiter sehen. Wenn sie bis morgen nicht auftaucht, dann weck mich in Gottes Namen halt und will ich halt mal schlafen. Das ist ja möglich, oder? Herr Meister. Bitte was? Ich hab's gerade akustisch nicht verstanden, deswegen. Dass ich auch in meinem längeren Schlafzyklen geweckt werde. Ja, natürlich, man kann nicht schon wecken, das ist kein Problem. Ja, gut, verdammt, also, ich hab vergessen. Ostwind. Wenn ich sie bis wecken, morgen wenn sie immer nicht noch da nicht da ist. Mich halt. Verdammt, ich hab das vergessen. Verdammt. Ich hab einen Nachteil nicht beeinrichtet. Verdammte Scheiße. Würde mich ganz gerne in irgendwie so in den Raum legen, wo es zwar noch. Also einmal meine Decke rausholen und sie eben Sachen, die ich zum Schlafen brauche. Und mich dann so in dem Raum positionieren, dass ich da auch länger liegen könnte und der normale alltägliche Lauf durch die Räume noch möglich ist, ohne dass man die ganze Zeit über mich stolpert. Ja, also du legst dich halt an die Seite, doch in die Nähe des Feuers. So, deck mich halt so ein Typ, so ein Platz, wo sich auch ein Hund hinlegen würde und niemand im Weg liegen würde, so in der Ecke halt. Oh, genau, sowas. Ich möchte vorhin noch gucken, ob hier vielleicht irgendein Sofa, Teppich oder irgendwas. Na, du hast halt, diese etwas größeren Sessel, die in der Nähe des Feuers stehen. Aber, ansonsten hast du jetzt auch nichts Großartiges sind an Sofas oder so. Sind das Holzstühle oder sind das richtige Sessel aus Stoff? Das sind Holzsessel mit einem großen Stoff gepolstert. Ah, die sind schon etwas Edleres, ja. Also auch bequem. Ja. Ja gut, dann würde ich mich in den Sessel setzen und nur die Decke drüber und würde in dem Sitzen pennen. Ja, so dem tut. Es wird dann langsam wieder morgens. Ich schlaf immer noch. Eben, du schläfst immer noch, Ossin wacht langsam auf. Ja, und ich gucke mich mal um und bemerke, dass... Oder ich gucke mal, ob ich Victoria sehe und finde.
Du siehst sie und findest sie nicht. Okay, dann gehe ich auch mal aus dem... Geh mal raus, schau mal vor die Tür, vielleicht raucht sie ja. Ja, das Leben ist schon wieder, beginnt langsam seinen Gang, aber keine Spur von Victoria. Das ist merkwürdig. Das ist verdammt merkwürdig. Hm. Grübel halt jetzt mal, ob ich... Aber ich denke, ich sollte vielleicht Eleanor noch schlafen lassen. Ich überzeuge mich erstmal, wie es denn unserer kleinen, also anderen Verletzten geht. Ja, also du gehst kurz hoch, schaust in Tyrannas Zimmer, sie schläft. Und der Abend ist mittlerweile gut geschehen, gesalbt. Es liegen ein paar Kräuter auf einer Räucherschale neben ihr, die leicht abbrennen. Also es scheint sich wirklich um sie gekümmert worden zu sein. Dann schaue ich, ob ich den alten Mann und ja, das Mädchen finde. Ja, also der alte Mann steht auf dem Balkon, raucht dort eine. Und das Mädchen, von dem siehst du gerade nichts, von der ist keine Spur. Ach, guten Morgen. Ach, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nur eine andere Frage. Haben Sie ja Victoria gesehen? Also die junge Elfin, Sie wissen schon. Ach ja, nein, ihr seid gestern als letztes nach Hause gekommen. Vor euch kam sie nicht und nach euch auch nicht. Das ist sehr seltsam. Sie wollte eigentlich nachkommen. Hat er mitbekommen? Sie wollte nur was erledigen. Scheinbar scheint dieser Legion doch etwas länger gedauert zu haben. Oder was auch immer sie macht, also ich weiß es leider nicht. Ach, werde ich sie irgendwo suchen müssen. Eleanor schläft noch unten, er hat ein bisschen Schlafnacht, so, und bitte lassen Sie ihn schlafen und falls er nach mir fragt, sagen Sie ihm, dass ich Victoria suchen bin. Ich richte sie mal aus, kein Problem. Gut, ich gehe halt dann wieder nach unten, ziehe halt meine Rüstung an, meinen Mantel, mein Schwert nehme ich mit, mein Schild und meinen Bogen und den Köcher und mache mich halt auf. In der Stadt, zieht meine Kapuze noch tief ins Gesicht. Ich will ja nicht, dass man meine Legionsrüstung sieht. Wie gesagt, das stehen ja manche nicht so drauf. Und gehe halt jetzt einfach mal in die Stadt und suche Victoria. So, dem tust du. Victoria wacht in der Zeit in der Zelle auf. Also, Victoria, du hast echt beschissen geschlafen. Der Boden ist scheiße hart gewesen. Kalt und ja. Du bist halt noch in der Helle und verspürst langsam Hunger. Ja, langsam. Ja, du merkst so, ja, so in ein, zwei Stunden spielen sollte man mal was essen wieder. Ich schaue mich mal um, ob ich irgendwas Essbares sehe, wo ich drauf umgrauen könnte. Ja, also du siehst, wie gesagt, immer noch diese Strohmatratze und eine kleine Ratte sitzt in der Ecke. Nein, erwarte nicht von mir, dass ich die Ratte esse! Kannst du es versuchen? Ich versuche die Ratte erstmal fangen. Ich versuche die Ratte mal. Und willst du sie roh essen? Weißt du, was die für Krankheiten haben können? Halt die Klappe! Entschuldigung, das musste sein. Ich versuche die Ratte zu fangen. Ufa. Okay. Ich darf nichts sagen. Die rennt mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe. Dann darfst du jetzt bitte dreimal würfeln. Ich darf nichts sagen. Ich darf nichts sagen. Also du versuchst die Ratte zu fangen. Du stehst auf, schleichst dich langsam an die Ratte ran. In dem Moment, wo du auf die Ratte zuspringen willst, rennt die Ratte beiseite und du greifst halt mit deiner rechten Hand total in den nicht gesauerten Eimer. Also, Herr Spielleiter, weißt du was? Du bist echt unfair. Ich muss viel zu viel lachen. Das was kann ich dafür, weiter, wenn ihr so würfelt? Wie gesagt, ich rede mich nämlich nicht darüber, was passiert, sondern nur darüber, dass ich so viel lachen muss. Also, die Ratte rennt jetzt wieder ein Loch in der Wand. Ja. Die lässt sich nicht mehr blicken bei dir in der Zelle. Ja, ich nehm die Hand aus dem Eimer. Ja. Wische sie an meiner Klamotte ab und nehm den. Komm, du hast Stroh auf dem Boden. Was auf dem Boden? Stroh. Also du wischst dir die Hand an deiner Kleidung ab, ja? Mann! Oder an den Wänden!
Ach, oh Mann, eine Kleidung. Ja, wenn du auf uns darfst du nicht hören, das ist... Ja. Und geht zum Strohen und kreist mit der sauberen Hand ein Bündel Stroh raus und steckt mir das in den Mund und kaut drauf rum. Entschuldigung. Warte. For fuck's sake. Seriously. Also du kaust drauf rum und kaust und kaust. Es ist sehr trocken. Ja. Knackt auf, hast auf einmal so ein kleines knackendes Geräusch in deinem Mund. Merkst du, dass sich dein Mund so mit einer leichten Flüssigkeit füllt. Schmeckt recht ungewöhnlich. Du schluckst es einfach runter. Was war's denn? Das wirst du es wahrscheinlich nicht erfahren, weil es jetzt schon in deinem Magen ist. Spinne oder Mistkäfer. Oder eine Wanze. Hey, darf's, an sich ist es nahrhaft. Ja gut, sie sind eine Waldelfe. Nee, warte, schau mal. Tobi, darf ich was dazu sagen? Ja, gerne, komm, mach kurz. Schau mal, du bist in einem Gefängnis. Auch im Mittelalter hat man Gefangenen durchaus Wasser und Brot gegeben. Das heißt, du hättest zum Beispiel einfach eine Wache rufen können und sie bitten, um etwas zu essen zu bitten. Darf ich essen? Deswegen feier ich hier schon die ganze Zeit so. Sie hätte nur noch Brot und Wasser rufen brauchen. Und ich hab Hunger. Nein. Also ich meine, die Ratte fangen, ja, das kann man schon machen. Wenn einem Brot und Wasser verwehrt wird, ja, okay. Wenn du die Ratte dann noch immer noch nicht fängst, dann kannst du auch auf Stroh rumkauen. Aber erst dann, wenn du so kurz vorm Verhungern bist, zum Beispiel. Ich meine, wie lange hast du nichts gegessen? Eine Nacht, du hast quasi das Frühstück verpasst. Du denkst so, in ein, zwei Stunden könnte ich mal wieder was essen. Das heißt, du musst frühestens am nächsten Tag was essen, wenn's hochkommt. Also ich weiß nicht, wie es beim Elfen ist, aber Menschen überleben, glaube ich, 2 Wochen ohne Nahrung. 3 Tage. Die brauchen nur Wasser. Ja, aber zu essen brauchen sie in der Zeit nichts. Kann man wieder ins Spiel einsteigen? Und du? Ja. Ganz schnell neue Aufnahme. Also. Ja, also. Ich brauche eine Wacht da. Wer ein Zombie? Ja, gut. Zombie hat gerade leider die beste Stelle verpasst. Ja, absolut. Hä? Ja, was? Ja, jemand aus ihrem Stream kam gerade jemand wieder, der hat gerade exakt diese Stelle verpasst. Ja. Ich rufe nach Wasser! Also die Wache, eine Wache kommt zu deiner Zelle, schaut dich recht verwirrt an, weil du siehst jetzt halt recht, ich sag mal, vorsichtig abgeranzt aus, deine Kleidung ist mit Kot beschmiert. Du hast noch ein Streu zwischen den Zähnen. Und ja, geht zu einer Wand, schöpft kurz ein bisschen Wasser aus einem Krug und stellt dir einen Krug mit Wasser durch die Gitterstäben und geht dann zurück, weil er scheinbar irgendwie Angst vor dir hat, dass von irgendetwas besetzt sein könnte. Er fällt hier gerade vom Stuhl. Ich glaube, ich habe mich gar nicht behalten. Ich klebe den Krug auf und trinke raus. Ja, also du spülst, also dein Mund füllt sich langsam wieder mit Wasser. Der ist jetzt nicht mehr so staubtrocken wie vorher. Ja, du riechst mittlerweile, dass ein unangenehmer Geruch in der Zelle herrscht. Höchstwahrscheinlich liegt das auch ein bisschen an dem, was du jetzt an deine Kleidung geschmiert hast. Eventuell. Und Habe ich, wie viel Wasser habe ich denn noch drin? Naja, der Krug ist jetzt noch so halb voll. Das ist kein großer Krug, ist halt wirklich so. Ja. Ich nehme ein bisschen Stroh und reibe zusammen meine Kleidung mit Wasser. Als ehrlich.
So machst du. In dem Moment, wo du in das Stroh reingreifst, merkst du, wie zwei kleine Kakerlaken aus dem Stroh rauskommen. Nett. Lass mich raten, darum hab ich gebissen. Oh. Ja, du versuchst. Du putzt die Exkremente so gut von dir ab, wie es geht. Aber die ist halt bewusst, also das kann man wirklich nur entweder direkt bei der Wäscherei wieder rauskriegen oder halt an einem Fluss, wenn man es richtig ins Wasser tauchen kann. Aber das Gröbste ist schon mal ab. Man wird sich halt immer noch wundern, wenn man in der Nähe ist, wo der Gestank denn herkommt, aber ansonsten. Ja, was weiter? Was wolltest du denn erzählen? So, dann geht ihr erstmal wieder zu Osmund und Ela noch rüber. Also Ela, du wolltest noch irgendwas erzählen bei mir in der Zelle, ne? Ja. Was? Nein, bei dir in der Zelle ist alles fertig. Alles also gut. Ich schlaf ja noch in Alosin. Ich wollte sagen, Elanor schläft noch und Oswin ist jetzt gerade auf der Suche nach Victoria. Ja, also ich gehe halt durch die Stadt. Mein Ziel ist jetzt halt mal der Marktplatz. Einfach mal. Ja, also du kommst zum Marktplatz und du siehst, wie halt einer der Wachen mit diesem schmierigen, ranzigen Händler spricht und ansonsten heißt immer noch reges Treiben, wie sonst auch auf dem Marktplatz. Dann gehe ich auf die Wache zu. Ich hatte eben vor, mit einer Wache zu reden. Weil die würden ja wahrscheinlich wissen, wenn irgendwo wer schlafen würde. Du kommst in die Nähe und hörst halt noch, wie sie mit diesem Händler spricht und erklärt, dass am Abend jemand an seinem Laden war und versucht, eine kaputte Pfeife zu klauen. Und ihn dabei erwischt haben. Bitte gibt's den Facepalm. Ja, das ist so ein Facepalm-Moment. Ja, die Wache wirklich. Ich... Ja, was kann ich für sie tun? Was brauchen sie? Ja, guten Tag. Einem unserer Kolleginnen ist namens von Wirtshaus nicht nach Hause gekommen. Dann sollten. Ein etwas jüngere Elfe, die normalerweise in unserer Gruppe. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Sie liegt dort irgendwo in der Gasse, hat sie zu viel getrunken. Kann es jetzt schlecht beurteilen. Jüngere Elfe, ja, wir haben irgendjemand sowas in unseren Zellen. Kommen Sie mal mit. Ja, in unseren Zellen, war eine Diebin, die hier versucht, eine kaputte Pfeife zu stehlen oder was weiß ich noch. Ja, aber es ist doch keine erfolgreiche Diebin, wenn sie kaputte Pfeife stehlt. Ich sag, das ist eine Diebin, nicht, dass es eine kluge oder erfolgreiche war. Ja gut, ja, ich komme mal mit, natürlich. Ja, also es gibt mich in die Kaserne. Lässt sich rein, da drüben und zeigt auf die Zelle, die halt direkt geradezu ist. Und überlässt dir den Weg, ob du da hingehen willst oder nicht. Ja, ich geh mal hin, guck halt mal rein in die Zelle. Ja, du siehst, Victoria, wie sie, recht traurig wirkend in dieser kleinen Zelle drin steht. Und ein komischer Geruch geht von dieser Zelle aus. Also das erste Mal fährt meine Hand, so flache Hand gegen meine Stirn, so. Ach, Victoria. Was hast du diesmal wieder angestellt? Ich wollte nur meine Pfeife wiederholen. Ja, deshalb sitzt jetzt in der Zelle. Ja, die lag da auf dem Tisch. Ganz ehrlich, das ist ein abartiger Geruch hier. Warte mal, ich rede mit den Kerlen. Bitte, hier, zurück danke. Zu der Wache, die mich reingelassen hat. Ja, die gehört zu uns. Kann man denn dieses Problem nicht irgendwie... Ich weiß ja nicht, was ist die normale Strafe? Wie ist eine Art? Tiro, was machst du da gerade? Bitte, danke. Laufen. Ja, man hört laut. Kannst du Entschuldigung. Bitte dich? Danke. Vielleicht wäre ganz nett. Wenn du dich mutest, vielleicht. Ja, ich bin jetzt eigentlich gerade wieder auf dem Weg dabei reinzugehen, Entschuldigung. Du warst gerade eine Rauchen. Ja. Ich habe vergessen, dass ich mein Mikro an meinem Headset gerade nicht benutze, sondern danke für die Ausführung, bitte weiter im Kontext. Entschuldigung. Also, ich frag halt, kann man Welt schaffen, was wäre die normale Bestrafung? Wir sind ja eigentlich Reisende und naja, müssen auch bald wieder weiter. Es ist jetzt... Ich sag mal so, wenn es sich um normalen Diebstahl handeln würde, natürlich, wenn sie nicht zahlen kann, die Hand ab, ansonsten eine Dukate. Das Problem ist, naja, sie ist Angehörige eines Banditenclans. Eines was?
eines Banditenclans. Das wäre mir jetzt aber eigentlich neu. Boah, haben Sie da irgendwelche Beweise dafür? Ja, und der Kram hat so ein bisschen in Irland und holt so einen Zettel, also was heißt ein Zettel, einen etwas größeren Zettel mit 10 kleinen Bildern drauf raus, so eins davon mit Tobias Gesicht ist. Steckbrief. Steckbrief. Ich schaue mir den Brief an und möchte jetzt genau